Sir, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Die Serie hier auf dem Kanal, in der wir richtig geile Spieler quasi reviewen in einem Video. Wir werden mal wieder einen Gegner mit einem richtig starken, ja quasi Spieler im Endeffekt konfrontieren. Und heute gibt es eine Karte, die ich schon mal in den Squad-Bilder verwendet habe, die aber auch richtig, richtig stark ist, nochmal individuell beleuchtet werden muss, weil sie einfach von den Stats her auch so nice ist. Und das werden wir natürlich heute tun. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Randy Run, Instagram, Facebook, Twitter und Amazon, alles da verlinkt. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt mal durch mit dem Spieler für die heutige Episode. Und das ist Yannick Bolasie. Ja, das ist eine richtig geile Karte. Die Team of the Season Variante als Stürmer spiele ich den heute. Hat 7 Chemie nur, aber das reicht, denke ich mal, weil 4 ist ja die Basic Chemie quasi. Also dann sind die Werte so, wie sie normalerweise sind. Und alles, was da drüber ist, gibt einen kleinen Bonus auf die Werte drauf. Bei 9 Chemie bzw. 10 Chemie natürlich ist es am besten. Da haben die nochmal so irgendwie plus 3 auf jedem Stat mehr. Dazu kommen die Chemistry Styles und so weiter und so fort. Der hier hat jetzt gerade Hunter, wie ihr sehen könnt. Hat sowieso 93 Tempo, 92 Dribbling und 81 Shooting, dazu noch 80 Passen, 89 Physis, 1,85 groß, 4-Star, Weakfoot, 5-Star Skills, hat mich 78.000 Münzen gekostet, hat insgesamt bisher in 26 Spielen 33 Tore geschossen, also ist relativ überzeugend die Statistik und ich denke mal, der wird auch heute richtig durchdrehen. Er hat jetzt mittlerweile 84 Shooting, oder nee, nicht ganz, ne? Ne, hat, nur ein plus 1 Shooting, okay, dann 82 Shooting und dementsprechend 95 Tempo. Reicht auf jeden Fall. Gut, das Team, in dem ich ihn spiele, ist auch sehr, sehr stark. Und zwar haben wir da einmal auf der rechten Seite Bale, links Lualua, Mulumbu, Kabay und den guten Casemiro im Mittelfeld. Also eigentlich drei transferierte Spieler, weil Mulumbu nicht mehr bei West Brom spielt, sondern bei Norwich. Aber die sind noch nicht in der Premier League, deswegen geht das nicht. Links Clichy, Innenverteidigung Umtiti und Rami, der ja auch gewechselt ist. Und zwar zu Sevilla, was mich ziemlich überrascht hat. Maicon auf rechts und im Tor mit dem guten Frey, die Legende aus FIFA 13, der immer alles weggecatchert hat. Mal sehen, wie er sich heute machen wird. Aber natürlich ist das Hauptaugenmerk sowieso auf der Offensive. Offensive natürlich bei Bolasie. Ich versuche auch so viel wie möglich über ihn zu spielen, nicht über Lualua oder über Bay, weil es heißt ja Deal with Bolasie und genau das ist was der Gegner jetzt tun soll. Ich suche mal eben einen und wir sehen uns gleich wieder. 95 Dribbling, 91 Flanken, dazu 91 Schusskraft. Und Jovinko, sehr, sehr interessant, mit Cheru verlinkt. Sieht cool aus, ist glaube ich sogar Norlings Wasted. Ja, ist Norlings Wasted, geil. Finde ich cool. Auf jeden Fall dazu noch, ich glaube, 93 Antritt oder 93 Sprintgeschwindigkeit, auf jeden Fall über 90, 90 Körperstärke. Dazu 94 Agilität, 82 Balance, also auch da eine gute Kombination. Das wird sehr, sehr schwer werden, den zu bezwingen. Und ja, da ist mein Bildschirm und ich weiß nicht, warum ich es auf den hier mache. Wobei, dann könnte ich es ja nicht sehen. Ich bin doch dämlich. Guckt euch das an, das ist sowas von Killer, der Typ. Schade, der Schuss war eigentlich ganz in Ordnung. Ich mag den einfach, ich weiß nicht wieso. So, pass mal auf, wie machen wir das jetzt? Rausflanken einfach mal, wenn der Ball ankommt. Ja, kommt er auf Clichy, ablegen, da ist Bolasie. Kommt dann zum Schuss und Clichy nochmal aus der Distanz. Ah. Macht das gut und der Abschluss und 1-0, jawohl, Bolasie, da habt ihr gesehen, was der kann. Richtig, richtig nice Tor auf jeden Fall. Da fahre ich dann mit Gareth Bale, wie gesagt, dem will ich ja heute nicht so viel zu tun haben. Aber das war wirklich sehr nice gemacht. Hier der Fake-Shot, hier schön vorbeigegangen mit dem Tempo, mit der Agilität, mit der Balance. Und Cech keine Chance gelassen, genauso muss das aussehen. Sehr schön gemacht hat das Tempo gegen Fares Baluli. Und es gibt den Elfmeter. Das war natürlich jetzt richtig dumm, dass er genau im 16er gezogen hat. Beziehungsweise an der 16er Kante. Er lässt sich klug im 16er fallen. Normalerweise müsste es ja da gepfiffen werden, wo das Ziehen angefangen hat. Aber gut, nicht in FIFA. Dementsprechend kann er seinen Doppelpack schnüren. Was ja auch mal ganz schön wäre. Aber das darf dann nicht Kabay machen. Gut getroffen. Wir schießen den genauso, wie ich ihn immer schieße. Und er ist drin. Wunderbar. 2-0 Bolasie. Ich kann nicht so rumbrüllen hier. Ich würde teilweise gerne echt ein bisschen mehr Emotionalität zeigen. Aber das ist einfach Bolasie. Ich kenne den ja schon. Und der ist einfach mega stark. Da kann Cech wieder nichts machen. Und diese Elfmeter-Variante klappt irgendwie immer. Ich weiß nicht. Also wer mich kennt, der weiß eigentlich auch, dass ich da hinschieße. Weil selbst im Karrieremodus immer, immer dahin. Da war doch kurz Bale, ich wollte nichts sagen, aber das habe ich mir gedacht, der Gegner quittet. Ja, der Man of the Match ist trotz zwei Toren Johan Kabay. Ich mag den, aber so geht das nicht, das heißt wir müssen noch einen Gegner suchen und sehen uns dementsprechend gleich wieder. Die Suche hat tatsächlich etwas länger gedauert und das Team könnte stärker sein. Es ist ein komplettes französisches Team. Das erinnert mich ja irgendwie ein bisschen an ein gewisses Turnier, das ich spiele. Payet und Fekir, das sieht irgendwie ziemlich ähnlich aus. Schneider auch noch in der Southampton-Version und keine Informs. Aber das könnte trotzdem interessant werden. Mal schauen. Lacazette gegen
Wo lass ihn? Golassi, das war vielleicht ein bisschen abgehoben, da zu lupfen. Aber ich wollte halt ein schönes Tor schießen, weil das hatten wir noch nicht. Ja, das wäre die gerechte Bestrafung gewesen dafür, dass ich lieber schöne Tore schieße als Allgemeintore. Mit dem Magidi-Spin... Spin vor allem. Oh, jetzt geht er aber auch noch gegen Pfosten. Das heißt, ich muss es drin lassen. Scheiße. Mit dem Magidi-Spin quasi gerade den Pass gespielt. Und das war natürlich ein ganz grandioser Pass. Oh, der war schön. Und jetzt Mulumbu in den Lauf von Bolassi. Der nimmt den Volley. Mit links. Wunderbar gemacht. Jetzt noch der Rainbow Flick und der Volley. Ich bin noch zu verspielt. Ich muss einfach das 1-0 machen. Ich will hier die ganze Zeit Skill Runs of Doom machen, auch wenn ich ja nicht skillen kann. Und das hindert mich daran, Tor zu schießen, was nicht gut ist. Das war gerade ungefähr die Körperstärke auf Doom von Kabay. Und jetzt macht er das Tor immer noch nicht. Übrigens hat er auch 87 Curve. Das heißt, normalerweise sollte ich vielleicht mal ein paar Finesse-Shots probieren. Aber das geht aus der Mitte so schwer. Da müsste auf dem linken Flügel spielen, was er ja normalerweise tut. Aber da steht jetzt Kasenga Lualua und der spielt jetzt den Pass. Und da ist er. Und fliegt dann rüber oder auch nicht. Und dann macht er auch nicht das Tor. Ich muss irgendwie sagen, das war eine relativ ernüchternde erste Halbzeit. Auch wenn die Schussstatistik irgendwie falsch ist. Weil wir hatten den Schuss von Pogba aufs Tor. Ich hatte auch mehrere aufs Tor. Und wenn, dann den einzigen sicherlich nicht den Freistoß. Aber gut, ja. Da geht auf jeden Fall noch was. Ich bin so überlegen, ich muss ja nur mal ein Tor schießen. Da haben wir mal den Antritt kurz gesehen. Weiß nicht, ob ich weiterreden soll. Ist alles so failig hier gerade. Aber er ist im 16 und er kann schießen. Und da kommt Casemiro und Bolasi. Das war aber ganz, ganz komisch. So, jetzt einfach mal das Tor machen. Einfach mal das Tor machen. Den Ball auf Bolasi geben. Der kriegt den hoffentlich noch. Ja, aber verliert ihn auch gleich wieder. Einfach mal das Tor machen. Zack. Und Schuss. Schieß doch. Ja, danke schön. 1-0. Gott sei Dank. Ich habe zwar schon dreimal früher geschossen, aber im Endeffekt ist es 1-0. Und es hat Bolasi gemacht. Das heißt, unser Man of the Match quasi. Also, wie gesagt, es läuft noch nicht so wirklich. Ich skille einfach viel zu viel rum und die Tricks funktionieren nicht, weil ich zu blöd bin und... Das war auch mehr als lucky, aber egal, das ist ein Tor. Da ist er wieder, Bolasi mit dem Tempo. Und, ja, es sollte ein Trickschuss werden. Aber egal, es steht 2-0. Das ist auch wunderbar. Ja, auf dem Rasen kannst du ausleiden. Vielleicht liegt es am Regen, dass ich so komisch bin hier gerade, was das Spiel angeht. Aber gut, es steht 2-0. Jetzt hat es plötzlich innerhalb von 4 Minuten zweimal geklappt. Doppelpack. Jetzt muss er auch den Hattrick machen. Freunde, das zweite Mal hintereinander. Was ist denn hier los? Also wir haben jetzt kein schönes Tor gesehen, aber wir haben zweimal gesehen, wie Bolasi den Gegner mal Alleingang zerstört hat. Und wir haben auch effektiv zweimal gesehen, dass, naja, er in der Lage ist, im Alleingang den Gegner so zu belagern, beziehungsweise so kaputt zu machen, dass er tatsächlich seine Konsole ausmacht, beziehungsweise einfach aufhört zu spielen. Ich hoffe, ich laber jetzt lang genug, um gleich zu sehen, dass er Man of the Match ist, ansonsten wäre das echt traurig. Aber das war es auch fast schon mit dieser Episode von Deal With, denn die Gegner haben es nicht geschafft, mit dem guten Bolasi zu dealen. Ich habe zwar, wie gesagt, kein schönes Tor geschossen, jetzt was mich ein bisschen wurmt, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil wir hatten ein paar Skill-Run-Versuche, vielleicht packe ich die auch rein. Er ist der Man of the Match. Also es sieht man noch nicht, aber er hat 8,9, er hat 2 Tore gemacht, 4 Tore in 2 Spielen. Ich denke mal, das geht ganz gut klar. Und jetzt kommen wir noch zum abschließenden Fall. Es sieht über Yannick Bolasi. So, Friends, das war's von dieser Episode. Bolasi ist ein absolutes Biest. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert ihn einfach aus. Ist er extinct momentan? Nein, er ist zu haben. Und zwar für gerade mal, naja, um die 100.000 Münzen. Das geht, denke ich mal, vollkommen klar. Denn er bringt alles mit, was er braucht. Er bringt Körperstärke mit, also quasi Physis. Er bringt Tempo mit, bis zum geht nicht mehr. Einen richtig guten Schuss noch dazu, vor allem der Finesse-Schuss aus der Distanz. Und ein gutes Passspiel. 91 Flanken ist, denke ich mal, gerade für einen Flügelspieler richtig geil, wenn er einen großen kopfballstarken Spieler in der Mitte hat. Oder kopfballstarke Flügelspieler wie Hulk oder Bale oder Ronaldo. Auch wenn er schwer wird, weil, naja, gleiche Seite und so weiter. Aber trotzdem richtig geiler Spieler, natürlich darf man die Five-Star-Skills vergessen und das gute Dribbling zusammen mit der Agilität richtig, richtig geil. Auf jeden Fall ausprobieren, vielleicht mit der beste Flügelspieler dieses Jahr im Spiel, ist so mit mir, bei mir auf einer Stufe mit Ronaldo eigentlich schon, einfach weil er die Körperstärke des Todes hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis dann, haut rein und ciao.